Die Hilfeleistungen für Hunderttausende Kurden erscheinen noch immer gering, sieht man das Ausmaß des menschlichen Elends. Auf internationalen Druck hin beschloss die türkische Regierung heute, ein Flüchtlingslager nahe der Kleinstadt Silopi zu errichten. Frankreich sucht nach Möglichkeiten, die Kurden unter UNO-Schutz in den Irak zurückzuschicken. Und aus Teheran geht erneut ein Hilferuf an die Welt. Die Region Nahost ist zu klein für die Beendigung dieser Tragödie. Der Golfkrieg hat inzwischen auch offiziell ein Ende gefunden, aber für Millionen Menschen scheint es, hat die eigentliche Katastrophe gerade erst begonnen. Guten Abend und willkommen beim Spätjournal. Vor einer Woche beschlossen die EG-Außenminister eine 100 Millionen D-Mark Soforthilfe. Das reicht nicht aus, auch Deutschland wird zusätzliche Mittel bereitstellen. Transportmaschinen der Bundesluftwaffe werden täglich zweimal die Türkei und dreimal den Iran anfliegen. Für die Kurden ist die Luftbrücke Deutschlands und anderer Staaten die einzige Hoffnung. Ist diese Hoffnung auch wirklich groß genug? Diese Frage bleibt, gerade in Erinnerung an die gewaltige Luftbrücke der USA und der verbündeten Streitkräfte zur Stationierung von Soldaten und Kriegstechnik in der arabischen Wüste bis zum Januar des Jahres. Und wenn hier in Mitteleuropa heute wieder ein sonniger Friedenstag zu Ende gegangen ist, sind im irakisch-türkischen Grenzgebiet wieder 1000 Menschen gestorben. Das Volk der Kurden, Informationen und Anmerkungen von Göran Hammer. Für die Kurden war im geopolitischen Machtkalkül noch nie Platz. Die Tragödie des 3000 Jahre alten Kulturvolkes begann nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Durch die staatliche Neuordnung leben die Kurden seitdem in 5 Staaten. Mehr als 10 Millionen in der Türkei, 5 Millionen im Iran, 4 Millionen im Irak, 500.000 im sowjetischen Armenien und eine Viertelmillion in Syrien. 1946 wurde im iranischen Mahrabad ein eigener Staat gebildet, aber schon nach 11 Monaten wieder zerschlagen, nachdem Teheran das Ende der Unterstützung durch Moskau im Tausch gegen Ölförderrechte erwirkte. Seitdem kämpfen die Kurden vergeblich um ihre Rechte. Vor allem im Irak und der Türkei werden sie verfolgt und unterdrückt. Ankara hatte bis vor kurzem ihre Sprache verboten und die Kurden als Bergtürken in Südostanatolien ihrer Identität beraubt. In den 13 Kurdenprovinzen herrschen Repression und Ausnahmezustand. Allein im vergangenen Jahr starben 480 Kurden im Kampf gegen Militär und Polizei. In Irak und Iran wurden Aufstände immer wieder blutig niedergeschlagen. 1979 erhoben sich die Kurden mit Hilfe von Bagdad gegen das Khomeini-Regime. Die Revolutionswächter metzelten die Aufrührer erbarmungslos nieder. Als irakische Kurden den Kriegsgegner Iran unterstützten, kam es am 16. März 1988 in Halabscha zu einem entsetzlichen Massaker. Diktator Saddam Hussein ließ 5000 wehrlose Zivilisten durch Giftgas töten. 100.000 Kurden flohen über die Berge in die Türkei, um in Notlagern ein erbärmliches Dasein zu fristen. Die jüngste Flüchtlingswelle an den Grenzen zu Iran und zur Türkei ist ohne Beispiel. Trotz der mehr als ungewissen Aussichten versuchen Hunderttausende, den Mordkommandos von Saddam Hussein zu entkommen. Die Alliierten jenseits der Demarkationslinie werden Zeuge einer erneuten Vernichtungsorgie. Die Vereinten Nationen erweisen sich als machtlos und die Kurden werden nach den Niederlagen in den vergangenen Kriegen nun zu Verlierern des Friedens. Meine Damen und Herren, vom Krisengebiet Nahost hin zum unruhigen Balkan in Europa. Am 31. März war das Ende der letzten stalinistischen Bastion hier in Europa auch formal vollzogen. In Albanien fanden die ersten demokratischen Wahlen statt. Heute nun die erste Sitzung des neuen Parlaments. Von 250 Sitzen hat die Kommunistische Partei der Arbeit 168, 75 Sitze waren an die oppositionelle Demokratische Partei gegangen. Die Eröffnungssitzung des Parlaments in Tirana aber wurde von der Demokratischen Partei boykottiert. Im Studio begrüße ich jetzt Herrn Axel Jenicke. Guten Abend, Sie sind Diplom-Politikwissenschaftler, waren zuletzt im März in Albanien. Warum dieser Boykott?
Ja, guten Abend, Herr Schmidt. Ich glaube, dass man die Forderungen der Opposition nach restloser Aufklärung der Ereignisse in Shkodra durchaus verstehen muss. Die blutige Niederschlagung dieser Demonstration hat der Demokratisierung in Albanien tatsächlich einen Rückschlag versetzt. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen dort sehr sensibel und sehr gereizt in dieser Zeit reagieren. Ich habe das selbst erlebt, als ich im Februar, Anfang März dort war. Es entstehen natürlich auch sehr schnell Gerüchte und jede Ungerechtigkeit wird zum Anlass genommen, um die Situation natürlich zuzuspitzen, um konkrete Fragen zu stellen. Natürlich glaube ich andererseits, dass der Boykott oder die Verweigerungshaltung der Opposition nicht gerade dazu angetan ist, die schwerwiegenden Probleme, die jetzt vor dem Lande stehen, einer Lösung zuzuführen. Was meinen Sie, wie ist denn überhaupt die Akzeptanz der oppositionellen demokratischen Partei? Immerhin, Sie kennen ja einige der gedanklichen Führer dieser Partei. Ja, die Akzeptanz dieser Menschen ist natürlich unterschiedlich. Wir müssen uns vor Augen halten, dass sie natürlich in einem solchen Land, das autoritärer regiert wurde als andere Staaten in Osteuropa, natürlich nur aus einer Organisation bzw. dieser Partei der Arbeit Albaniens eigentlich kommen konnten, die nicht nur über die Macht verfügte, sondern auch Menschen hatte aller Couleur. Es waren dort Karrieristen, es waren dort also auch natürlich Leute, deren Erkenntnisprozess langsam reifte und die letztendlich das System in Frage gestellt haben. Einige dieser Leute sind jetzt gedankliche Führer der Opposition. Die Akzeptanz in den Städten Albaniens ist sehr groß, auf dem Lande dagegen, wo zwei Drittel der Bevölkerung immerhin leben. Fakt ist aber, die Kommunistische Partei der Arbeit hat die Drittelmehrheit im Parlament, sie will aber Verfassungsänderungen einbringen. Welche? Nun, die Verfassung soll in den nächsten Wochen beschlossen werden. Die Partei der Arbeit hatte einen solchen Entwurf im Dezember vorgelegt. Dieser Entwurf orientiert sich tatsächlich an westeuropäischen rechtsstaatlichen Vorbildern. Er deklariert alle